So ist Leute, zurück zu Let's Play Final Fantasy VII Integrated. Oh yeah! Ja, wir haben das letzte Mal hier interessante Quests bei den Kids hier gemacht in Slum Nummer 5. Und es liegt an mir jetzt anscheinend deutlich mehr Quests hier in diesem Gebiet zu machen. Und das werden wir machen. Aber jetzt, wo die Gold Saucer, muss ich wohl gerade sagen, ausgeht, ich will sie haben. Wie kriege ich sie? Muss ich mit dir reden? Du hast wahrscheinlich auch eine Quest für mich. Guck mal, ein Mogri! Ihr könnt mich sehen, Kupo? Dann müsst ihr auserwählt sein. Und in dem Fall... Willkommen in meinem Laden, Kupo! Mein Name ist Mogi, Kupo! Mogris sind Fabelwesen. Kennst du denn nicht die Abenteuer von Mok, dem Mogri? Da geht es um ein kleines Waldwesen namens Mok. Der macht einen Laden auf, um alle glücklich zu machen. Und ich will genauso werden wie Mok und habe darum einen Laden eröffnet, Kupo. Mogris können nur von Menschen mit reinem Herzen gesehen werden, Kupo. Und warum kann ich dich dann sehen? Dazu habe ich nichts zu sagen, Kupo. Jedenfalls gibt es in meinem Laden nur Schätze und Raritäten, Kupo. Bei mir kannst du Mogli-Medaillen eintauschen, Kupo. Aber erst musst du meinem Club beitreten. Okay. Ja, die Mogris tatsächlich, begleiten mehrere Final Fantasy-Titel und tauchen da immer wieder auf. Diese komischen Panda... Koala-ähnlichen Fabelwesen. Kaufen. Mogshop-Mitgliedsausweis. Kostet eine Mogri-Medaille. Wie viel habe ich denn? 14, oder? Links unten. Ist das meine Anzahl? Kaufen wir. Mitgliedsausweis für Mogis Laden im Geheimversteck in den Slums von Sektor 5. Befugt zum Einkauf mit Mogri-Medaillen. Okay, geschafft. Komm vorbei, wenn du Mogri-Medaillen hast, Kupo. Haben wir. Und was machst du dann mit all den Medaillen, Mogi? Ich mache mit ihnen alle Menschen glücklich. Ist doch Kupo klar. Das ist immerhin meine Pflicht als Mogri. Verstehe. Wie Mok in der Geschichte. Der mysteriöse Mogri-Händler. Weiter so. Alles Könner. Klar. Und was machen wir jetzt? Motiviert wie immer, was? Na, was denn sonst? Das hier ist aber kein Vergnügen, sondern Arbeit. Richtig. Und für Arbeit muss man immer maximal motiviert sein, Cloud. So kann man es natürlich auch sehen. Na, warum machst du es dann nicht einfach? Ist echt nicht schwer. Oh mein Gott, ist Aerith eine frohe Natur. Sehr erfrischend, sehr erfrischend. Umgeschaut, Kupo. So, ja, erstmal die Gold-Sauce-Musik will ich haben. Ja. Silberstab. Ist schlechter als das, was sie hat. Füllt ihr beim Kampfbeginn leicht auf. Erhöht im Kampf die Wirkung von Heilmagie. Mit dem... Die Tür. Und das... Einführungsschwert. Waffenpunkte vermehren lassen. Ah, Bücher, mit denen man... die Waffenpunkte steigern kann. Das ist vielleicht für später interessant, aber der Friedhofsschlüssel, der hört sich gut an. Friedhof, genau. Ansonsten Äther kann man hier kaufen, ganz nützlich. Der Silberstab. Macht der Unschuld. Wir nehmen ihn mal mit. Ansonsten, ja, wären wahrscheinlich diese Bücher interessant. Danke für deinen Einkauf, Kupo. Mit deiner Hilfe konnte ich schon einige Medaillen sammeln. Mit denen kann ich jetzt viele Menschen glücklich machen, Kupo. Klingt gut. Cloud, sei doch nicht immer so verkrampft. Gut, dann zeig, was du kannst. Mach mich glücklich. Ich will Spaß haben und lachen. Dafür bräuchte ich noch viel mehr Medaillen, Kupo. Oh nein, dann müssen wir schnell noch welche suchen gehen, Cloud. Viel Erfolg, Kupo. Okay, dann halten wir Ausschau danach. Würde ich einfach mal vorschlagen. Oh, die Goldsaucer-Musik. Ja, Goldsaucer werden wir in diesem Teil nicht kennenlernen. Das ist sozusagen ein riesiger Vergnügungspark Schrägstrich-Spielcasino. Der kommt ja, irgendwo Mitte im Spiel. Aber Mitte, wir... Wenn wir nur noch den Anfang. Naja, so stimmt es aber nicht. Okay. Aber wir sind nicht hier, um das zu berichtigen.
Wir sind hier, um Nebenquests zu erfüllen und uns ein bisschen hier umzuschauen. Was gibt's denn hier sonst noch? Also hier ist die Hauptquest auf jeden Fall. Gehen wir erstmal nach links zur Kirche. Hm, da würde ich auch gerne, also wenn ich mal raus kann wieder, würde ich auch gerne zur Kirche nochmal. Aber jetzt gehen wir erstmal da hinten hin. Der Job war echt spitzenmäßig. Da ist eine Nebenquest. Die gönne ich mir natürlich. Oh, Moment. Konnte ich schon immer da rein? Dabei ist es schon so spät. Nein, ich glaube nicht. Deswegen... Ich glaube, ich konnte hier noch nicht rein. Der wunderbare ist Nahrung für die Seele. Gönnung. Übrigens, immer nur ans Essen denken? Um diese Tageszeit kann ich nun mal nicht anders. Hm. Oh, Fatshaming selbst in dieser Welt. Wenn die sich hier blicken lassen. Hier gab's ein witziges YouTube-Short, glaube ich. Oder war es auf Reddit, wo man gesehen hat? Na, wie gefällt euch unsere Dekoration? Die Kinder haben sich viel Mühe gegeben. Das sieht man. Sehr schön. Nicht wahr? Ach, da fällt mir ein. Ich habe gesehen, wie jemand von Shinra in Richtung deines Hauses gegangen ist. Du weißt schon, einer dieser unheimlichen Typen in Schwarz. Meister Florist. Okay. Aber das war nicht das, was ich meinte. Genau. Warum auch immer. Die haben sich doch bestimmt wieder ablenken lassen. Das war ein Short. Also das habe ich auf YouTube gesehen. So ein Short von Al, wie sie einfach hier rumläuft und alle Stühle umschmeißt. Das war ganz witzig. Ja, ja. Ist dieser Ex-Soldat, von dem alle reden? Cloud, richtig? Jetzt ist er ein Alleskönner. Fräulein Furia, Sie wirken so aufgebracht. Das bin ich. Sehr sogar. Die Kinder, deswegen? Die ich heute auf den Rundgang geschickt habe, sind noch nicht zurück. Der Unterricht hat schon längst angefangen und keiner ist da. Rundgang? Ah, die Nachbarschaftshilfe der Kinder vom Helmchenhof, richtig? Genau. Als Dank für Spenden gehen sie Müll aufsammeln, Besorgungen erledigen oder zeigen sich anderweitig erkenntlich. Ihr habt sie nicht zufällig irgendwo in der Gegend gesehen? Ah. Dabei habe ich heute Abend doch Pläne und muss mich noch vorbereiten, wisst ihr? Wir könnten sie ja suchen gehen. Oh, wirklich? Das würde mir sehr helfen. Es sind 5 Frechdachse, die noch nicht zurück sind. Sie haben selbst gebastelte Schwerter dabei. Daran erkennt ihr sie sofort. Oh, selbst gebastelte Schwerter dabei. Okay. Oh. Oh, der Zielbereich ist hier drinnen. Sollen wir helfen? Hm, nein. Okay, wir sollen hier nach Leuten mit Schwertern Ausschau halten. Selbst gebastelten Schwertern. Zuerst quietschen bei uns nur die Türen. Aber in letzter Zeit kann sich das Quengeln meiner Frau. Heute kam eine Großlieferung Waschpulver herein. Da ist zum Beispiel eine. Herr Cloud, ich bin sehr erfreut, Sie zu treffen. Mein Traum ist es, so stark wie ein Soldat zu sein. Ich sehe zu den Soldaten auf. Da hast du dir ja was vorgenommen. Nun. Wir befinden uns in einer ernsten Lage. Der Mako-Reaktor ist explodiert und viele Kinder haben dadurch ihre Eltern verloren. Die Armen. Vielleicht kommen sie ja in den Helmchenhof. Ja, aber das Fräulein Lehrerin hat dann auch mehr Arbeit. Das Fräulein Lehrerin sucht übrigens nach dir. Das habe ich total vergessen. Ich kehre sofort zum Helmchenhof zurück. Gut so. Bitte, kann mir denn niemand helfen? Dir helfe ich später. Erst suchen wir die Kinder. Was hast du denn? Ich brauche Hilfe! Ah, da ist ein weiteres. Na du, wie läuft die Patrouille? Wir haben heute schon Müll aufgesammelt und jemandem den Weg gezeigt und einer Oma über die Straße geholfen. Das hast du sehr gut gemacht.
Ist doch das Mindeste. Immerhin gibt es den Helmchenhof nur dank der Leute hier. Oh nein, ist es etwa schon so spät? Ist Fräulein Furia etwa sauer? Auweia, aber das war doch keine Absicht. Da oben ist jemand. Ah, habt ihr mich erschreckt? Hallo, wie läuft die Patrouille? Ich habe ganz viele Beobachtungen angestellt für meinen eigenen Laden später. Dein Traum ist es also, deinen eigenen Laden zu haben? Ich will ganz viel Geld verdienen und es dem Helmchenhof schenken. Das Fräulein Lehrerin sagt nichts, aber auch mit den ganzen Spenden reicht es einfach nicht. Aber das ist ein Geheimnis. Wenn du es jemandem erzählst, musst du Strafe zahlen. Oh, der Unterricht! Sehr gute Kinder. Aerith... Ja. Willst du eine Waffe? Aerith hat ja eine sehr schöne Gegend erschaffen mit seiner, mit ihrer Reinheit. Moment, ich verlasse hier den Zielbereich, oder? Ja, ich verlasse hier den Zielbereich. Wie viele Kinder muss ich eigentlich suchen? Kinder auf Patrouille. Moment, ist das ein Fortschritt? Dann sind es 5 Punkte. Oh Gott, das sind ja noch viel mehr. Die von der Katastrophe betroffenen Bürger mit allen Mitteln zu unterstützen. Einen Reaktor als Ziel zu wählen. Was gibt's? Willst du was essen als Reise? Zum Glück sehen wir immer relativ gut, wenn hier Kids sind. Da ist jemand. Huch, Cloud? Und? Wie läuft die Patrouille? Die Slumbewohner sind alle total aufgeregt. Bestimmt wegen der Explosion im Reaktor. Das hast du gut beobachtet. Ich bin beeindruckt. Aber hast du nicht etwas vergessen? Der Unterricht! Ich muss schnell zurück zum Helmchenhof! Hier soll es spuken. Dann ist hier ein Kind. Oh, Herr Soldat! Willst du dir die Geschichte etwa auch anhören? Jetzt, wo der Reaktor zerstört ist, soll es wieder Krieg geben, sagen sie. Das ist falsche Glaubst Einstellung. Du, das stimmt? Solltest du nicht erst was anderes erledigen, bevor du dir darüber Gedanken machst? Stimmt, ja! Der Unterricht bei Fräulein Furia. Ich muss los! Das sind alle Kinder. Zurück zum Helmchenhof. Naja, das war doch schon gut. Kann es nicht endlich Moment, war ich hier hinten? Da hinten geht's zu Aerith, oder? Ja, da geht's zu Aerith, okay. Die Kinder aus dem Helmchenhof kommen oft hier vorbei, um sich mit mir zu unterhalten. So, alle zurück. Dank euch sind alle Kinder pünktlich zurückgekommen. Pünktlich. Ihr habt mir wirklich geholfen. Also, dann wollen wir mal mit dem Unterricht beginnen. Ich dachte, die waren alle zu spät. Ich habe den Krötenkönig gesehen. Ganz nah an unserem Geheimversteck ist er aufgetaucht. Wir müssen ganz schnell was unternehmen. Den Krötenkönig? Das ist das Ungeheuer, das in unserem Versteck aufgetaucht ist. Es trägt eine Krone und ist super fies. Wir glauben, dass es der König der Krötenungeheuer ist. Aber Cloud kann ihn bestimmt besiegen. Klar, das wird ein Kinderspiel. Aber womit wollt ihr mich bezahlen? Söldner kosten. Geld haben wir aber nicht. Die Bürgerwehr hilft einem umsonst. Aber wenn sie von unserem Geheimversteck wissen, dürfen wir dort bestimmt nie wieder spielen. Das geht nicht. Das ist doch unser Stützpunkt und gehört allen Kindern. Wir geben dir einen echten Schatz, Cloud. Und den Rest bezahlen wir, wenn ich meinen Laden eröffnet habe. Wenn das nicht reicht, müssen wir das Ungeheuer wohl selbst besiegen. Wie wäre es mit Dreigill? Für Dreigill vertreibe ich den Krötenkönig aus eurem Geheimversteck. Ein Freundschaftspreis. Juhu! Damit sind wir im Geschäft! Bitte rette unser Geheimversteck, Cloud! Dreigill. Der Krötenkönig hat sich ganz tief in unserem Geheimversteck. Krötenkönig im Geheimversteck? Wahrscheinlich irgend so ein Krötenmonster, die Feuer zaubern können. War das da, wo wir gerade waren? Ja. Jetzt redet Opa auf einmal unentwegt vom Makro-Reaktor. Okay, dann gehen wir wieder da durch. Das ist ein bisschen lästig, sie mal da durchzuquetschen, aber klar. Dann gehen wir zum Gold Soldier zurück und schauen, was bei den Kids los ist. Oh, ihr seht eigentlich stark am Spielen aus. Nichts mit Krötenkönig, hätte ich gesagt. Hey,
Ich werde mal genauso stark wie du. Wobei, die haben schon eher Angst. Oder haben schon eher was gemerkt. Oh, Kampfmusik. Jawohl. Wo ist der Krötenkönig? Nicht meine Schuld? Bist du der Krötenkönig? Volle Konzentration. Nein, du warst es anscheinend nicht. War okay. Hier sind überall so Krötenviecher, auch wenn sie Igelflöhe heißen. Muss das wirklich sein? Los geht's. Genug. Hör auf mit dem Feuer. Keine Chance. Los geht's. Stufe gestiegen. Sehr gut. Wir waren ja hier überall schon, deswegen müsste eigentlich kein Loot mehr hier rumliegen. Wir sind ja den Weg schon gelaufen, deswegen. Ja, heißt das hier ein bisschen farmen. Bisschen leveln. Und den Krötenkönig suchen. Ich hoffe, wir müssen nicht den ganzen Weg laufen. Tut mir leid, ich hab's eilig. Ich bin bereit. Ich mag diesen Kampfstil. Das hat geklappt. Bleib lieber hinter mir. Klar, ich teile von hier aus. Blitzer Donner! Es ist aus. Okay, Fertigkeit. Schwertsturm. Jetzt. Gute Arbeit. Lässt sich gut farmen. Oh, ist das der Krötenkönig? Ein besonders hässlicher Krötenfuchs. Auf geht's. Ja, packen wir's an. Los geht's. Ah, die Musik ist recht. Flieg! Was soll das? Ah, shit. Wow. Yo. Leiden. Ah, shit. Der hat mich eingeschläfert. Nein, der Kopf auf meinem... der hüpft auf meinem Kopf rum. Lass die Dame in Ruhe. Verdammt, geh von meinem Kopf runter. Die können was. Warum sind die so OP? Das ist bestimmt dieser Krötenkönig, aber ich muss erst die Kleinen loswerden. Damit ich mich auf den besser konzentrieren kann. Mach dann Feuer. Was soll das? Ey, sind die lästig. Ist halt nix. Aerith, gönn dir eine Regina. Geht's noch? Muss das beenden. Ja, muss mich heilen. Ah, oh, die machen halt pausenlos Skills. Nicht jetzt. Lass mich aufwachen. Ich werde fertig gemacht von denen. Oh ja. Bete. Bete. Hast du gebetet? Du bist doch nicht gebetet. Wie kann das sein? Sie hat nicht gebetet. Ich kann mit Magie angreifen und den Gefährten heilen. Sie hat aber nicht geheilt. Sie hat kein Gebet gemacht. Das hat jetzt
bin tot. Ich bin tot. Wir sehen uns doch bestimmt wieder. Ich bin das erste Mal gestorben. Die sind auch unbesiegbar. Moment, die sind unbesiegbar. Wow. Was war das für ein Kampf? Die Gegner... Ich konnte die Gegner nicht besiegen. Vielleicht sollte ich mal analysieren. Habe ich noch Analyse? Ich bin absolut verwirrt. Das Gebet, das ist halt, das wurde irgendwie gecancelt von den Gegnern. Beeilung. Jetzt kommen nämlich wir. Ja. Die machen halt Unmengen Schaden. Wir haben eine starke Regeneration. So, Magie. Ich habe keine. Doch, Analyse habe ich. Nur kein Über. So, Eagle Flow. Kälte ist gut gegen die. Okay. Habe ich Kälte dabei? Und der andere Dude? Kann ich schaden. Der Anführer eines Igelflohschwarms. Dieser seltsame König trägt eine Spielzeugkrone, die er in den Slums gefunden hat. Er greift mit den Stacheln auf seinen Rücken. Wird er schon. Mit seiner eigenen Stärkung hin und her. Am effektivsten ist es, den Gegner anzugreifen, der gerade keine. Keine Stärkung. Ich hätte so auch durchchecken können. Okay, das ist der Hinweis, der mir fehlte. Und sie hat Eis. Verdammt! Das ist aber leichter gesagt als getan. Nicht schlapp machen. Weil man wird halt pausenlos, finde ich, ihn verfolgt. Alles schwierig hier. Eine Auffrischung. Ich will halt mal angreifen. Komm nicht wieder vor. So, jetzt sind die anderen dran. Los! Das war klar. Oh Mann, Aerith. Jetzt gehen wir wieder auf den. Shit! Fertigkeit, Impulshieb. Komm, erwisch ihn. Schluss mit lustig. Alles geht. Der ist für dich. Okay, das war nicht schlecht. Vitra auf mich. Auf ein neues. Das war's. Hier geblieben, du Ratte! So, Aerith, ein bisschen Eis auf ihn. Ja, weg ist er. So, jetzt gibt's keinen Schutz mehr für euch. Es ist aus. Genug. Weiter geht's. Okay, man sollte mal die Analyse mal zücken. Schön, dass man einen
Zurückweg hat. Puh, das war schwer. Hast du den Krötenkönig besiegt? Klar. Wie gesagt, Kinderspiel. Naja. Juhu, ich wusste, dass du es schaffst. Jetzt können wir wieder in unserem Geheimversteck spielen. Danke, Cloud. Hier, der Schatz, den wir dir versprochen haben, der ist ganz sicher 3 Gil wert. Sogar erst ein bisschen mehr, glaube ich. Dann das Vergnügen. Und vergesst auch nicht, eure Hausaufgaben zu machen. Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen. Jawohl, Fräulein Furia. Ich kenne das Motto anders. Was du heute kannst Vielen besorgen, Dank, dass ihr das euch verschiebe um mal auf morgen. König gekümmert habt. Sie wissen auch wirklich alles, Fräulein Furia. Wenn dem mal so wäre. Aber ich versuche mein Bestes. Diese Kinder sind jeden Tag von früh bis spät auf Achse. Sie stehen füreinander ein, helfen Menschen in Not und kämpfen für ihre Träume. Irgendjemand muss doch auf sie aufpassen und sie beschützen, so gut es geht. Klingt anstrengend. Das steht wohl außer Frage. Aber ich will für sie da sein, sie unterstützen und ihnen Liebe schenken, bis zu dem Tag, an dem sie den Helmchenhof verlassen. Ich will, dass sie sich hier geborgen fühlen, geliebt werden, wie man sonst nur von seiner Familie geliebt wird. Und dafür muss ich mein Bestes geben und wirklich alles wissen. Oh, toll. Ich habe vom Besten gelernt. Mein Vorgänger hat es genauso gehalten und ich möchte seine Tradition fortsetzen. Oh, aber noch bin ich weit entfernt davon, so gut mit Kindern zu sein, wie Bix es ist. Ach, herrje, ist es wirklich schon so spät? Ich muss los. Stimmt, Sie haben doch etwas vor. Ja, meinen Traum verfolgen. Nochmals vielen Dank euch beiden. Bix. Was wohl Ihr Traum ist? Interessiert mich nicht. Danke, dass du unser Geheimversteck gerettet hast. Ich habe mich total für dich eingesetzt und du darfst jetzt bei du weißt schon was mitmachen. Geh doch noch mal zu unserem Geheimversteck, Cloud. Bei was? Bei was darf ich jetzt mitmachen? Ein verifizierter Held. Okay. Ich bin jetzt verifizierter Held. Cool. Kampfberichte. Oh. Wir haben auch diese Chess. Genau, der Froschkönig war wahrscheinlich eine weitere besondere Kreatur. Ich bin dir jedes Mal sehr dankbar für deine Unterstützung. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. Gibt's mehr? Nee, Shiva haben wir schon. Luft, magische Verkettung. Magische Verkettung, ist das neu? First Strike. Gehe ich nach Hause oder gehe ich zum Weihnacht? Das mit Erstschlag finde ich gar nicht so gut. Tatsächlich eine Materie, nur dass man am Kampfbeginn ein bisschen was mehr hat. ATB-Boost ist ATB. ATB ist, dass wir halt schon Skills einsetzen können, so in etwa. Ja gut, mit Erstschlag und ATB-Boost könnte ich mir vorstellen, dass wir halt pausenlos Skills anwenden können und so normale Gegner einfach wegböllern können. Das ist schon eher interessant. Analyse ist wichtig. Was an? Ein Angriff mit der verbundenen Materie wird automatisch auf denselben Gegner ausgeübt, den der Anführer zuvor angegriffen hat. Aha. Wir sehen es gerade im im Bild. Einer greift sozusagen mit Magie an. Und der andere greift auch mit Magie an. Keine ATB oder MP. Oh. Nice. Stimmt, wir sehen ja hier Besitz. Das war das Neue dann wahrscheinlich. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinem Kampfbericht. Und die Nagelkeule? Die Nagelkeule war, glaube ich, eine Waffe von früher, die es schon früher gab, die aber keine Slots hatte, oder? Ja, die war... Ja, die hat halt keine...
Magie-Slots, das ist das Problem mit ihr. Aber sie hat eine neue. Neuen Skill, entfessel einen verheerenden Angriff und wechsel die Kampfhaltung. Oh, das sieht schon geil aus. Na, die müssen wir mal nutzen. Aber dann habe ich halt vieles verloren dadurch. Dann müssen wir Materia wechseln. TP-Boost geht dann nicht mehr, da brauche ich Vita. Und Aerith, ich habe ja den Silberstab für dich. Heiliger Magiekreis. Magie innerhalb des Feldes wird automatisch zweimal gewirkt. Oh. Das hört sich aber geil an. Und so haben wir nahezu alle Materie verloren. Ja, das Gebet, der die Beerdigung geheilt werden können. Das hat so nicht geklappt. Ich bin mir sicher, die Vision kann nur einmal während eines Kampfes eingesetzt werden. Aha, ist das wichtig? Oder was macht das? Frost, Gewitter, du nimmst mal auch heilen. Jeder sollte ein Heilen dabei haben. Vita ist immer wichtig. Auch wenn du Gebet hast, aber wir haben es ja gesehen, das funktioniert nicht immer. Und es hat Waffenpunkte. Alle haben Waffenpunkte. Deswegen müssen wir die Waffenpunkte auch ausgeben. Erstmal für die Nagelkeule. Vielleicht schaffen wir ein paar Slots für Materie rein. So. Da schon mal nicht. Oh ja, hier. Zusätzliche Materie-Slot. Zusätzliche Materie-Slot. Ist schon wichtig, Materie. Zusätzliche Materie-Slot. Und schon ist die Waffe deutlich angenehmer. Schaden von normalen Angriffen. Kostet hier etwas 8 Punkte. Also hier könnte ich kritische Trefferrate, kritischer Trefferschaden. Das hört sich doch geil an. Mehr Crits. Mehr Crit Damage. Und mehr TP. Damit lebe ich doch gerne. So, Aerith mit ihrem Silberstab. Da können wir bestimmt auch noch ein bisschen mehr reinhauen. Und den verbessern. Wobei ich dieses Verbesserungssystem... Ich weiß nicht, ich find's lästig. Ich find's unnütz. Eigentlich. Also ich bin kein großer Fan von diesem Waffensystem bisher. Das ist eine Neuerung, die muss nicht sein. Die... Ja, die gibt mir in gewisser Form Freiheiten, aber... Ja, eigentlich ist es einfach nur lästig. Finde ich zumindest. Ah, okay. Magie wird verbessert. Na, das brauchen wir erstmal nicht. Wir brauchen auf jeden Fall Mana. Sie ist die Casterin. Sie muss was aushalten. Und was war das letzte? Ja, magische Attacke generell erhöhen. Dann... Das ist nicht so wichtig. Ja, also das ist eine Erweiterung. Puh, die hätte man sein lassen können. Also ich brauche das nicht wirklich, das mit dem ganzen Zeug hier. Allerdings, das ist halt interessant, weil es von Vorgänger Final Fantasies kommt. Mit dieser Waffe anlegen und dann... Waffenstufe 50 von 60, Überschall 50 von 60, Sturmgewehr, Nagelkeule 55 von 60. So, mit der Nagelkeule dann wiederum... Da können wir dann wieder Materie reinsetzen. So, was habe ich jetzt alles rausgetan? Wird das noch angezeigt? Ja, Glut hatte ich rausgetan. Oh, dann habe ich... Aerith hatte Gewitter. Analyse, ganz wichtig. Sollte ich wieder reintun. Und TP-Boost hatte ich hier noch drin, oder? Ja, den sollten wir auch drin lassen. Und Aerith kann sich auch eins noch gönnen. Wir haben Heilen, Frost und... Du kriegst noch... Ach, wisst ihr was? Wir machen eine magische Verkettung da rein.
Magische Verkettung. So, wenn der Anführer, das wird jetzt hervorgehoben. Wenn der Anführer jetzt Magie wirkt scheinbar, dann wirkt sie kostenlos auch Magie. Das ist not bad. Dafür, dass sie Magierin ist. Schutzweste hat sie an. Ich hab einen Krafttreif an. Sehr gut. Gefällt mir sehr. Wegen dieser Sache mit Avalanche ist unser Großvater total aufgedreht. So, dann gehen wir mal zu den Kindern und fragen, was wir jetzt als Belohnung oder was für eine Ehrerbietung wir jetzt haben. Nagelkeule. Moment, sind die Nägel nicht normaler? Wobei, ja, so gehen sie leichter rein, aber eigentlich sollten die Nägel doch rausschauen, oder? Wir konnten eine ganze Weile nicht mehr Kistenkrieg spielen. Aber jetzt geht es wieder los. Bitte was? Das verdanken wir dir. Übrigens, vor dem Bürgerhaus sitzt ein alter Mann, der traurig aussieht. Er sagt, er sucht einen Alleskönner. Neue Quests. Kistenkrieg. Ich werde mal genauso stark wie du. Hey, Cloud! Du kommst gerade richtig. Wir spielen nämlich Kistenkrieg. Wer die meisten Kisten zerstören kann, wird zum Helden unseres Geheimverstecks gekürt. Eigentlich dürfen ja nur Kinder mitspielen. Aber dich lassen wir ausnahmsweise mitmachen. Sehr schön, welche Ehre. Mindestelixier, Mogri, Trostpreis, Mogri-Medaille. Kriege ich magisches Zahnrad? Ach, schade. Ich wollte doch sehen, wie viele Kisten ein Soldat schafft. Ja, ich will auch sehen, wie viele Kisten ein Soldat schafft. 30.000 müssen wir schaffen. Dann. Das machst du super. Also einerseits brauche ich einen Trostpreis. Ich will ja die Mogri-Medaillen. Die... Eine Mogri-Medaille bedeutet, dass ich zwei Bücher kaufen könnte. Oder andere Sachen, falls später andere Sachen zur Verfügung stehen. Wahrscheinlich sollte ich erstmal sparen und dann gibt es vielleicht später epischen Loot. Wer weiß. Und ja, diese anderen Sachen hätte ich auch gerne. Aber das Minispiel versuchen wir dann beim nächsten Mal. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zusehen und ciao. Bis zum nächsten Mal.